Es ist doch kaum zu glauben, was alles passieren kann, wenn man einen Kobold hat. Das Haus kann einem über dem Kopf abbrennen. Ich meine das wörtlich. Ich glaube, wenn der Meister Eder an die Geschichte denkt, dann zittern ihm jetzt noch die Knie. Angefangen hat es, wie die meisten schrecklichen Geschichten, ganz harmlos. Es war ein kühler Tag und bei Meister Eder hatte sich zudem so viel Abfallholz angesammelt, dass es sich wirklich lohnte, im großen Eisenofen in der Werkstatt Feuer zu machen. Nun, das war nicht das erste Mal, dass der Pumuckl dabei zuguckte und wie immer am prasselnden Feuer seinen großen Spaß hatte. Er wäre kein Kobold, wenn ihm Feuer nicht Freude machen würde. Solange die Ofenklappe offen war und der Pumuckl die hell lodernden Flammenzungen sehen konnte, tanzte und hüpfte er um den Ofen herum und sang dazu sein schönstes, natürlich selbstgedichtetes Feuerlied. Brassel, Britzel, Brutzel, Feuer, Brasselrot und Ungeheuer, Knister, Knaster, Knusterfeuer, sei ein Kobolds Abenteuer. Brasseln, Knistern, Zischen, Brodeln, dazu muss ein Kobold jodeln. Holdrio und Holdrüe, Holodrüe, Holodrüe. Wie weißt du, also bei so einem schönen Feuer werde ich ein feuriger Feuerdichter und ein glühender Liedersänger und ein flammender Flammentänzer, Oberkobold. Und was wirst du? Ich? Ja, du. Ich bleibe aber bloß ein Schreiner. Aha. Da ändert sich ein bisschen ein Feuer gar nichts. Und das ist aber ziemlich langweilig. Also wenigstens hüpfen und singen könntest du doch ein bisschen. Nein, das kann ich nicht. Aber das Ofentirl, das kann ich zumachen, sonst wird die Hitze da herin zu groß. Nein, bitte nicht zumachen. Ich will das Feuer sehen. Ja, aber ich will ja nicht verbrutzeln. Ui, schade. Was ist schade? Dass ich nicht verbrutzeln will. Ja, das auch. Aber noch schaderer ist, dass ich das schöne Feuer nicht mehr sehen kann. Ja, aber beim nächsten Mal anzünden darfst du es wieder sehen. Ja? Beim nächsten Mal. Also gut, von mir aus. Schwitzen ist ja wirklich ein dummes Gefühl. Eben. Weißt du, man sollte es nicht glauben, wie viel dumme Sichtbarkeitsgefühle es gibt. Mhm. Also, dass ihr Menschen noch nie versucht habt, unsichtbar zu werden, das versteht kein einziger Kobold der Welt. Ja, ich versteh's auch nicht, Pumuckl. Leider hat ein prasselndes Feuer im Ofen es an sich, dass es mit der Zeit zu nur noch knisternder Glut zusammensinkt und dann verglimmt. Das gefiel dem Pumuckl gar nicht. Er bettelte, der Meister Eder solle wieder ein neues Feuer machen. Der Schreinermeister, dem es sowieso schon zu warm geworden war, dachte gar nicht daran. Er ging an seine Arbeit und damit war die Sache für ihn erledigt. Nicht aber für den Pumuckl. Als der Meister Eder sich eine Zigarette anzünden wollte und gerade das brennende Streichholz in der Hand hatte, schrie der Pumuckl: Feuer! Wo? Da, in deiner Hand! Ach so. Mei, hast mich du jetzt erschreckt. Das ist doch kein Feuer, sondern ein Flammerl. Flammerl! Ja, weißt du nämlich, weil ein Flammerl, also viele Flammerl, ein Flammerl ist nicht viel, aber viele Flammerl geben ein großes Feuer. Ja. Und ich finde schon ein bisschen Feuer sehr schön. Ja, du Feuer! Hättest eine Hexe werden sollen, nicht ein Kobold. Hexen, Feuer. Na ja, man sagt so. Ne? Also dann bist du wahrscheinlich ein Hexerich. Du nimmst das Streichholz und machst Ritsch. Und schon hast du ein Feuer gehext. Na, das hat nichts mit Hexen zu tun. Das kann ja jeder. Jeder? Kann ich das auch? Lass mich bitte mal probieren. Du, nein, lieber nicht. Einmal vielleicht. Wer weiß, was du sonst alles damit anstellst. Gerade in einer Werkstatt ist das besonders gefährlich. Das so ein kleines bisschen Zündholz, das kann ja überhaupt nicht gefährlich sein. Das kann man ja ausblasen. Ja. Das kann ja sogar ich ausblasen. Lass mich mal bitte eins ausblasen. Bitte, lass den kleinen, lieben, braven Pumuckl eines ausblasen. Ach so, von mir aus. Ja. Wenn es nachher eine Ruhe gibst. Ja, dann gebe ich eine. Schon ist es aus. Ja. Ich bin ein großer Feuerausblaser. Ja, ein gewaltiger. Ja, jetzt möchte ich noch eins ausblasen. Na, jetzt reicht. Es reicht gar nicht, noch lange nicht. Bitte noch eines. Nein, habe ich gesagt. Gut, dann zünde ich mir im Silber eins an. Ich hab die Zündhölzer schon. Jawohl, ich hab sie schon. Du gibst sofort die Zündhölzer her. Auf der Stelle. Nein. Pumuckl, mach keinen Blödsinn. Ich mag mich nicht ärgern. Du musst dich ja gar nicht ärgern. Du musst mich nur ein einziges, allereinzigstes Zündholz anzünden lassen. Und dann bin ich ganz brav. Den ganzen Tag. Den ganzen Tag?
Aber versprichst du mir, dass du nie allein ein Zündholz anzündest? Nein, 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 immer zu zweien. Also weißt du, zu zweit ein Zündholz, das ist nicht viel, wenn man bedenkt, dass oft ein Mensch alleine viele anzündet. Also, da können ja zu zweit, also ja, das ist ja... Ja, damit Ruhe ist. Ja, es ist vielleicht besser, ich bin dabei und wir zünden jetzt miteinander ein Zündholz an. Als dass du aus lauter Eigensinn was anstellst. Also, komm her da. Komm. Ja, ja, also pass auf, ich zünde eines an und blase eines aus. Und hoffentlich brennst dich dabei gleich so in die Finger, dass du nie mehr eins anrührst. Also, da ist der Zündholz. Du musst sie hinten nehmen, da, so, da. Hast du es fest? Ja, 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 ganz, ganz, ganz ja, und jetzt, fest. Jetzt fasst du mit über die Reibfläche. Ja, ich fahre, fahre, rutsche rum, ist aus, ah! Ist abgebrochen, das dumme Ding. Mei, du stehst ja aber ran da. Schau, so. Ui, ui, das machst du aber sehr gut. Schön ist das. Und gleich den Zündholzkopf nach oben halten. Ja. Wenn man nämlich nach unten hält, dann brennt man sich in die Finger. Ja, halt, 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 halt. Lass mich es ausblasen. Ich bin doch ein ganz großer Feuerausbläser, ja. Weißt du. Gut, so. Jetzt darf ich, ja, jetzt. Aber das ist das letzte Zündholz, das ich dafür verschwende. Doch. Ja, also ich fahre ganz leicht, also so. Ich, ja, jetzt mach schon. Ich ui, ui, es brennt. Ja, die Flamme nach oben es lassen. Brennt, ja, ist schon oben so. Jetzt bloß aus, sonst ja. Brennst du dich im Finger. Jetzt hast du mich völlig rausgebracht. Jetzt ist mir die Luft wieder rausgefallen aus meinem Mund. So. Ui, schöne Flamme ausgepustet. Es ist eigentlich schade drum. Hm? Na, gar nicht. Nicht. Und jetzt ist er Ruhe. Ja. Wenn es der Herr Pumuckl erlaubt, dann arbeite ich jetzt wieder weiter, gell? Ich erlaube es schon. Bitte, bitte, aber... Nix, aber. Kein einziges Aber-Zündholz mehr? Nein. Keins mehr. Du hast versprochen, dass du den restlichen Tag brav bist. Restlich ist lästlich. Tatsächlich hat sich der Pumuckl getrollt und der Meister Eder hat gearbeitet. Aber wie es so ist, dem Kobold schien mit einem Mal jede Beschäftigung langweilig, die nichts mit Zündhölzern zu tun hatte. Lustlos raschelte er ein bisschen mit den Hobelspänen, dann setzte er sich auf seine Schaukel und schaukelte eine Weile hin und her, dann turnte er auf den Brettern herum und dann... Ja, dann sah er plötzlich auf dem Werkzeugkasten ein ganzes Paket Zündhölzer liegen. Er warf einen vorsichtigen Blick auf den Meister Eder. Aber der war in seine Arbeit so vertieft, dass er keine Zeit für den Pumuckl hatte. Ganz leise und wie zufällig schlenderte der Kobold in eine bestimmte Richtung und hüpfte dann lautlos wie eine Katze auf den Werkzeugkasten hinauf. Habe ich doch recht gesehen. Viele Schachteln mit noch vieleren Zündhölzern. Wirklich lauter Zündhölzer. Mit lauter feinen roten Feuerköpfen. Köpfe für Feuer! Wie seid ihr mir teuer? Okay. Ja, was tust denn du da? Ich habe bloß ein bisschen Regen gespielt. Regen? Ja, ja, weißt du, ein Zündholzregen, ja. Also, weißt du, ich wollte ausprobieren, ob Hölzer, die Feuer machen können, auch Regen machen können. Und wie sie das können. Hier, schau mal. Zündholzregen löscht Zündholzfeuer. Hihi. Du sag einmal, was hab ich denn gesagt? Was hast du gesagt? Das weiß ich nicht. Dass du nie allein ein Zündholz anzünden. Ja, aber ich hab ja gar keins angezündet, sondern ich habe bloß eins angerührt. Und von Anrühren hast du überhaupt nichts gesagt. Na ja, schon, aber von dem einen zum anderen ist kein weiter Weg. Wenn du nichts dagegen hast, dann mache ich mich auf den Weg, auf den Weiten und springe zu den Zündhölzern auf den Boden. Und dann dann räume ich sie alle schön wieder ein. Na. Schließlich habe ich ja von dir Ordnung gelernt. Ja. Das ist ein gutes Mittel, um den restlichen Tag brav zu sein. Mhm. Ja. Mhm. Naja, schon. Aber plötzlich kommst du mir auf die Idee und zündest eins an. Ja, ja, auf die Idee komme ich schon. Aber man muss ja nicht alle Ideen, die man hat, in die umsetzen, nicht? Tat umsetzen. Ja. Also dann von mir aus. Aber sauber einräumen. Ja. Immer alle Zündholzköpfe nach der gleichen Seite legen. Ja, immer nach ganz und gar der gleichen Seite. Also das wird eine Ordnung werden, du. Die Zündhölzer, die werden aber staunen. Ich glaube viel eher, dass wir alle staunen würden, wenn der Kobold wirklich nichts weiter getan hätte, als nur wieder Ordnung gemacht.
Ja, zuerst hat er durchaus folgsam Zündhölzchen um Zündhölzchen in die Schachtel geschichtet. Dann ist ihm aber eingefallen, dass man mit den kleinen Hölzern und den Schachteln auch Häuschen bauen kann. Der Meister Eder, der ab und zu nach seinem Pumuckl schaute, hatte nichts dagegen. Warum sollte der Kobold nicht ein bisschen spielen? Schließlich gab er so wenigstens Ruhe. Doch die Ruhe war trügerisch. Oh, ein schönes Zündholzschachtelhaus ist das. Und brave Zündhölzer, die gar kein Feuer machen. Vielleicht haben die, ob ich das mal ausprobiere, also nur ein bisschen an der Reibefläche reiben. Also nur so. So, das brennt gar nicht, wenn man nur so ein bisschen reibt. Ist gar nicht so schlimm, wenn man ein bisschen fester so ritsch macht. Ist gar nicht schlimm. Und noch ein kleines bisschen fester so einfach ritsch. Es brennt! Pumuckl, bist du wahnsinnig? Was hab ich denn gesagt? Keine 5 Minuten kann man dich unbeobachtet lassen. Ich hab doch... Kein Verlass ist auf dich. Da liegen doch lauter Holzspäne rum. Was meinst, was passiert, wenn die Feuer fangen? Alle 2 verbrennen mir. Gib sofort alle Zündhölzer her, sofort gib's her. Aber es ist doch nichts passiert. Nichts passiert. Wenn ich nicht zufällig gerade hingeschaut hätte, na wäre was passiert. Aber auf der Stelle verlasst du jetzt die Werkstatt. Ich will dich gar nicht mehr sehen, verstanden? Ja, aber... Nix. Gehst nicht gleich nauf in die Wohnung gehst. Und rühren tust dich heute nimmer. Komm mir ja nimmer unter die Augen. Und wenn's noch einmal ein Zündhölzl anrührst, dann sind mir geschiedene Leid. Naus! Der Pumuckl war vor Schreck blass und der Meister Eder vor Zorn rot im Gesicht. Aber der Schreiner hatte natürlich recht. Es hätte die ganze Werkstatt in Flammen aufgehen können, wenn der Kobold mit der Flamme an die herumliegenden Hobelspäne hingekommen wäre. Er trollte sich hinauf in Meister Eders Wohnstube und setzte sich auf ein Sofakissen. Eine ganze Weile saß er so und zupfte gelangweilt an den Fransen herum, die um das Kissen genäht waren. Es ist da oben langweilig. Keine Schaukel ist da zum Schaukeln. Kein Holz ist da zum Spielen. Kein gar nichts ist da. Und Dichten ist auch langweilig. Langweile, lang wie Meile. Meilenlang man weilen kann. Was ist dran? Ein Kobold spricht's. Nichts und nichts und nichts und nichts. Bäh. Und überhaupt, ich habe Hunger. Und wenn man Hunger hat, muss man etwas essen. Und wenn der Meister Eder sagt, ich soll ihm nicht unter die Augen kommen, dann muss ich eben selber sehen, ob mir nicht etwas Essbares unter meine Augen kommt. Und von unter den Augen kommt es dann von Mund in Magen. Jawohl, ich gehe jetzt in die Küche. Langeweile, Langeweile, Meile, lang man meilen kann. Was ist dran? Ein Kobold spricht's. Nichts. So, da muss doch noch irgendwo ein Stück Wurst liegen. Mal auf den Tisch hüpfen. Hüpf! So, auf dem Tisch liegt keine Wurst. Und auf dem Herd, das ist auch keine Wurst. Oh, dafür liegt auf dem Herd. Nein, Pumuckl, nicht hinschauen. Zündhölzer schön liegen lassen. Nach Wurst suchen. Ob in dem Kästchen Wurst ist. Hier ist doch immer was zu essen drin. Mal aufmachen. Oh, schön bunt ist es hier drin in dem Kästchen. Oh, hoppla. Entschuldigung. Da muss was hinausgefallen sein. Ui, was ist denn das? Eine schöne, lange blaue Schachtel. Ach, ich liebe ja blaue Schachteln. Blaue Schachteln muss ich immer aufmachen. Oh. Ui, was sehe ich da? Das ist ja... Ach so, das sind ja Kerzen. Was tun eigentlich Kerzen bei den Esssachen? Die gehören ja überhaupt nicht rein. Keine Ordnung, das. Kerzen gehören in Kerzenhalter, jawohl. Und wenn sie in Kerzenhaltern sind, dann gehören sie angezitzt. Dann kann man sie anzitzt. Also jedenfalls gehören sie hier raus. Die Kerze zitzt. Braver Pumuckl schafft Ordnung. Ja. Der Pumuckl war voller Eifer bei seiner Ordnungsarbeit. Er schleppte die Kerzen auf den Küchentisch. Als sie alle dort lagen, kam ihm eine neue Idee. Die Kerzen aufzustellen und sich einen Kerzenwald zu machen, durch den man, wenn man ein kleiner Kobold ist, spazieren kann.
Das war eine vergnügliche Beschäftigung und auch ein spannendes Spiel. Durch den Kerzenwald laufen und sehen, dass dabei keine umfällt. Leider werden aber auch die spannendsten Spiele irgendwann einmal langweilig. Kerzen sind dumm, fallen immer um, drum, bum, schlumm. Eigentlich müsste man sie ankleben, eben, beben, streben. Und dann müsste man sie künden, fünden, gründen. Pumuckl, wenn du noch einmal ein Zündhölzlein rührst, dann, nein, dann nicht, dann, denn nachher sind wir geschieden, Leute. Entschieden, geschieden. Und wenn ich sie doch anrühre, soll ich mal? Ich habe sie angerührt. Nichts ist geschieden. Ich mache sogar die Schachtel ein wenig auf, jawohl. Und ich rühre sogar zwei Zündhölzer an. So, ist überhaupt nichts dabei. Kann ja gar nichts dabei sein. Selbst wenn ich eines anzünden würde, wäre auch nichts dabei, denn das kann ich ja anzünden. Und ausblasen kann ich auch. Ja, soll ich mal? Nur ein einziges, ein allereinziges. Also ganz schnell und dann ganz schnell wieder ausbrechen. Hier sind ja gar keine Hobelspäne. Man darf ja Zündhölzer nur in der Werkstatt nicht anzünden. Von der Küche hat er nichts gesagt. Überhaupt nichts. Also jetzt mal ganz schnell Ritsch machen. Es brennt. Zündholz mit Kopf nach oben halten, so, und blasen. Aus! Feuer weg! Ah, ist gar nichts passiert. Habe ich ja schon immer gesagt, dass da nichts anbrennt, solange ich Luft habe und blasen kann. Und ich habe viel Luft. Jawohl. Ich kann damit 2080 und 13 Zündhölzer ausblasen. Jawohl. Noch eins. Der Meister Eder kommt schnell weg. Schnell ins Wohnzimmer laufen. So, und jetzt, dass er mich ja nicht erwischt. Dass er mich ja nicht, und jetzt hier schnell aufs Sofa hüpfen. So, und jetzt brav aufs Kissen setzen. So, und jetzt etwas Atem holen. So, tralalala, tralalalala, tralalalala. Nanu, der Meister Eder kommt ja gar nicht. Und er ist sicher bloß fortgegangen. Also schnell wieder in die Küche, schnell aufräumen, bis er wiederkommt, damit der Pumuckl nicht aufkommt. Jawohl, also schnell und... Der Pumuckl arbeitete für zwei. Er versteckte die angebrannten Zündhölzer unter dem Herd, er schleppte die Kerzen wieder in den Schrank und stopfte sie in die Schachtel, alle bis auf eine. Die konnte er nicht mehr wegräumen, weil unten die Werkstatttüre ging. Er gab der Kerze nur noch schnell einen Stoß, dass sie unter die auf dem Tisch liegende Zeitung rollte, sauste wieder hinüber ins Wohnzimmer und setzte sich brav auf das Sofa. Diesmal kam der Meister Eder wirklich herauf. Pumuckl, da sitzt er ja. Ja, ganz brav sitze ich da. Ja, wird da der Glück sein? Ja, ich dichte bloß. Und was ist eigentlich mit dem Hunger? Ach, Hunger. Ach, ist er nicht so groß? Kannst du eine Stunde warten? Oder soll ich schnell in die Küche was holen? Nein, ich kann leicht noch eine Stunde warten. Ich habe eigentlich überhaupt keinen Hunger. Na, ist ja gut. Ja. Weißt, ich muss noch zur Kundschaft. Ich bin in einer Stunde wieder da. Ja, ist schon gut. Ich warte hier auf dich. Ah, ja, das ist brav. Also dann, bis nachher. Das war ja noch einmal gut gegangen. Es wäre überhaupt alles gut gegangen, wenn da nicht noch die eine Kerze auf dem Küchentisch unter der Zeitung gewesen wäre. Die wollte der Pumuckl noch schnell aufräumen. Er sauste in die Küche und holte die Kerze aus ihrem Zeitungsversteck hervor. Da fiel ihm auf, dass das die einzige Kerze war, deren Docht schon einmal angebrannt gewesen sein musste, denn der Docht war schwarz. Er betrachtete voller Interesse den Docht. Ui! Ja, du warst, glaube ich, schon mal angezündet. Das war aber nicht der Pumuckl, der dich angezündet hat. Nein, obwohl ich das kann. Ja, ich bin ein Anzünder. Wer nämlich Zündhölzer anzünden kann, der kann ja auch Kerzenlicht anzünden, ja. Immer. Also, wenn ich meine Vorfahren fragen könnte, mein lieber Vorgefahrener, was soll euer Nachgefahrener tun? Dann würden sie sagen... Lieber nachgefahrener Pumuckl, zünde doch diese Kerze an. Ja,
Ja, das würden Sie bestimmt würden Sie das sagen. Und ich würde die Kerze so aufstellen, so. Dann würde ich ein Zündholz heraustun und dann würde ich Ritsch machen. Soll ich? Natürlich soll ich, weil ja da überhaupt nichts Schlimmes passieren kann. Das habe ich ja gelernt. So, zup. So, und jetzt brennt es. Und jetzt das Zündholzfeuer an den Docht halten. So, ui, 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 die Kerze brennt. Und jetzt das Zündholz ausblasen. Pumuckl, Pumuckl, das hast du gut gemacht. Da muss ich direkt ein Gedicht machen. Ein Kerzlichtskobold-Sang gezündet haben. Stanzgedicht. Heiße Flamme, gelbe Flamme, stampfst du aus dem Feuerstamme, der da zögelt, flackert, leckt. Hab ich dich für mich entdeckt. Tralalala, lalalala, jeder hüpft und schreit, hurra! Das war nicht eines seiner besten Gedichte, aber es lässt sich prächtig darauf um eine brennende Kerze tanzen. Und der Kobold tanzte so schnell, dass die brennende Kerze umfiel. Er wollte sie noch festhalten, aber da war es schon geschehen. Sie fiel genau auf die Zeitung, unter der sie vorhin versteckt gewesen war. Und diese Zeitung fing sofort Feuer. Halt! Nicht brennen! Warte, ich blas dich gleich aus! Du sollst ausgehen, wenn ich blase und nicht größer werden! Flamme! Flamme! Ausgehen! Warte doch! Und über das mache ich nur. Wasser ist gut gegen Flamme. Wo ist das Wasser? Wasser ist keines da. Ich spucke, ja. Ja, spucken. Spucken hilft sicher. Oh, das nützt aber gar nichts. Die Flamme wird immer größer. Immer größer. Aufhören. Feuer, aufhören. Nicht größer werden. Hilfe, Feuer. Hilfe, Feuer. Du, Kali, hat da jetzt nicht jemand Hilfe Feuer geschrien? Ja, ich hab's auch gehört. Da schau, da oben beim Fenster kommt Rauch raus. Mensch, jetzt seh ich's auch. Herr Eder! Herr Eder! Das nützt nichts, der ist nicht da. Da muss man die Tür aufbrechen. Was macht denn hier für ein Lärm, ihr Hundsburm, hm? Beim Eder brennt's. Was? Oben kommt der Rauch schon beim Fenster raus. Beim Eder? Ja, aber es macht niemand auf. Die Werkstatttür ist zugesperrt. Die Tür, die muss man aufsprengen. Da müssen wir gleich die Feuerwehr anrufen. Aber nein, nein, warte mal nur damit. Ich schau erst nach. Es kann ja auch sein, dass bloß auch so irgendwas raucht. Ja, aber es hat wer Hilfe, Feuer geschrien. Im Haus bei Meder. Ob sie mal aus war, wissen wir nicht. Nein, nein, die Tür geht nicht auf. Wir müssen das Werkstattfenster einschlagen und durchs Fenster einsteigen. Von da kommen wir dann in den ersten Stock rauf. Da ist ein Pflasterstuhl, schmeißen Sie den durch. Ja, also gib her. Ja, ja, was ist denn da los? Was macht's denn ihr da, hä? Ja, bei einer im ersten Stock brennt's. Schnell, sperren's auf, Herr Eder. Schauen's, da viele Rauch. Der Pumuckl. Schnell. Pumuckl! Pumuckl! Der Pumuckl hockte starr vor Schreck und Ratlosigkeit hinter einem Bretterstapel in der Werkstatt. Der Meister Eder aber behielt trotz seines maßlosen Schreckens einen klaren Kopf. Mit Wassereimern, die sie in der Werkstatt füllten, und feuchten Handtüchern vor dem Mund, ging er zusammen mit dem Hausmeister den Zimmerbrand an. Die Buben mussten im Hof bleiben. Der Meister Eder hatte Glück im Unglück. Der Tisch stand nicht in der Nähe eines Vorhangs. Er stand flammend in der Mitte der Küche, das Tischtuch und die Zeitung waren verbrannt und die Tischplatte verkohlt. Es war gerade noch gut gegangen. Der Boden war von dem vielen Wasser ein einziger See. Also, das hätten wir geschafft. Ja, ja, gerade noch, gell? Ja. Wir sind schon entschuldigen, Herr Eder, dass ich Ihre Scheiben eingeschmissen habe. Ja, ja. Aber ich habe ja nicht wissen können, wann Sie kommen. Nein, 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 das war schon recht. Ja, ja. Ich danke Ihnen für alles. Verstehe nur nicht, wie das hat passieren können, nicht? Ja. Herr Eder, haben Sie eine brennende Zigaretten liegen lassen. Ja, das kann sein, mhm. Ja. Ah, ja, siehst du. Ganz bloß sind sie, Eder. Mhm. Haben sie einen Schnaps da? Ja, sie. Ein Schnaps könnte jetzt nicht schaden. Möchtest du auch einen? Nein, danke schön. Mein Leber vertragt keinen Schnaps. Ach, ihr Leber? Aber ich schicke gerne meine Frau vor, nicht? Mhm. Dass ihnen putzen hilft, nicht? Da herin sieht es ja furchtbar aus. Ja, furchtbar, ja.
Ja, wenn ich denke, was da alles hätte passieren können. Ruiniert hätte ich sein können. Ja, ne? Wissen Sie, die Burm, haben ja zuerst gesehen, dass es brennt. Die Burm, ja, die kriegen nachher was von mir. Ja, Sie. Ja. Herr Eder, jetzt muss ich noch was Dummes fragen. Ja? Wie Sie das Feuer gesehen haben, haben Sie allebei Budukel oder sowas ähnliches gerufen. Was haben Sie da gemeint damit? Was Sie da... Mhm. Nix. Wissen Sie, das ist bloß eine schlechte Angewohnheit von mir, dass ich das rufe. Das sag ich allerweil, wenn ich erschrecke. Wissen Sie, so wie der andere, no, Kruzinesen sagt oder sowas. Ja, so. Mhm. Ja, na ja. Also dann, Herr Eder, ich gehe jetzt und hole meine Frau, nicht? Dass da ein bisschen Ordnung gemacht. Ja, sind so gut, ja. Ich weiß gar nicht, wie ich Ihnen danken soll. Ja, am besten gar nicht. Gar nicht. Sowas ist doch selbstverständlich, dass man Menschen hilft. Na ja. Wenn meine Frau kommt, die putzt dann schon. Da können Sie ja schon drauf verlassen, ja, dass die alles in Ordnung bringt. Ja. Meister Eder! Ich will's nie mehr wieder tun. Sind wir jetzt geschiedene Leute? Ja, Pumuckl. Willst du mich nicht mehr anschauen? Hm. Ich hab das aber gar nicht gewollt, dass... Brauch's gar nicht reden. Ich weiß, dass du jetzt willst, dass ich gehen soll. Für immer. Ja. Aber ich kann nicht fortgehen, solange du lebst. Du hast mich gesehen und ich muss bleiben. Aber wenn du willst, dann lebe ich nur noch in der Besenkammer. Und du bekommst das große, große Klabauter-Ehrenwort. Die Sturmflut soll mich vernichten, wenn ich noch einmal ein Zündholz anzünde. Dieses Ehrenwort habe ich dir jetzt gegeben und ich lebe fortan in der Besenkammer. Nur noch in der Besenkammer. Vorher aber nehme ich noch diesen Putzlumpen und helfe dir aufputzen. Darf ich? Von mir aus, Pumuckl. Ich geh jetzt runter und geb den braven Bum was. Und du? Nein. Ja. Tust, was tun musst und tun willst. Meister Eder! Das tue ich ganz bestimmt nie wieder. Ja, diesen Schwur wird der Pumuckl auch ganz bestimmt halten. Nur das mit der Besenkammer, nun ja, ein paar Tage hat der Kobold sich wirklich dorthin verkrochen. Dann allerdings, schließlich ist der gute alte Meister Eder ja auch nicht aus Stein, ist er immer öfter aufgetaucht und dann hat auch der Schreinermeister wieder mit ihm geredet. Und darüber war der Pumuckl so glücklich und froh, dass er so brav war, dass es fast braver nicht mehr geht. Der Pumuckl hat seinen Schwur gehalten. Nur das mit der Besenkammer, nun ja, ein paar Tage hat er sich tatsächlich da hinein verkrochen. Dann allerdings ist der kleine Kobold immer öfter aufgetaucht und der Meister Eder hat natürlich wieder mit ihm geredet. Und dann ist die Geschichte mit dem Kater passiert. Damit es wenigstens zwischen uns keine Missverständnisse gibt, es handelt sich nicht um einen vierbeinigen Kater, sondern um einen Zustand. Sicher habt ihr schon einmal davon gehört, dass Leute, die einen über den Durst getrunken haben, sich am nächsten Tag recht elend fühlen. Diesen unangenehmen Zustand nennt man Kater. Warum, das ist schwer zu sagen. Der Pumuckl wusste aber weder von dieser Art Kater noch überhaupt von der Wirkung des Alkohols etwas. Und das war für alle Beteiligten recht verhängnisvoll.
Der Meister Eder, der sonst sehr bescheiden lebt, war von ein paar alten Freunden eingeladen worden. Es war eine sehr lustige Gesellschaft und der Meister Eder hatte am Ende einen kleinen Schwips. Der rächte sich auch prompt am nächsten Tag. Oh, oh mein Kopf. Mein Kopf, das ist ja fürchterlich. Also in meinem Alter verträgt man schon gar nichts mehr. Du, was verträgst du denn nicht? Ach, sowas. Sag bitte nicht, oh, und schneid kein solches Gesicht. Du hast ja ein ganz zerknittertes Gesicht, hast du ja. Ja, das ist ja kein Wunder. Bei dem Kater, den ich hab. Was hast du? Wen hast du wo? Einen Kater hab ich. Einen Kater? Ich will aber keinen Kater. Wo ist dieser Kater? Wo der ist? Ja. Da sitzt er, da schau her auf meinem Kopf. Ui, da kann ich ihn aber gar nicht sehen. Na, der ist unsichtbar, aber spüren tue ich ihn. Ach, mein Kopf. Ach, der ist unsichtbar, dieser Kater. Mhm. Dieser Kater ist unsichtbar. Das ist mir aber ein sehr verdächtiger Kater. Ist er vielleicht so unsichtbar wie ich? Mhm, ja, sowieso. Oh, ungefähr, scheußlich, entsetzlich, fürchterlich. Unsichtbar wie ich. Nein, das darf dieser Kater nicht sein. Jag ihn sofort fort. Ja, aber nicht das Kind, den ich's ja. Aber du bist doch ein Mensch. Du kannst doch einen Kater fortjagen. Ja. Also wenn ich den nur sehen könnte, damit ich ihn picken und zwicken könnte, dann würde ich den aber, was würde ich denn denn gleich? Ich recht, Pumuckl, gib dir keine Mühe. Du hast doch nach mir auch mit einem Holzscheit geworfen, also als ich noch unsichtbar war. Jetzt nimmst du ein Holz und wirfst mit diesem Holz nach diesem Kater. Du hast doch so viel Holz. Ja, das nützt in dem Fall überhaupt nichts. Aha, das nützt nichts, ja. Sag mal, weißt du denn wenigstens, ob dieser Kater rot ist oder schwarz oder gelb oder klein oder groß? Riesengroß ist er. Riesengroß? Ja, Na, sagen wir, wäre der Wolfshund so groß. Vielleicht so groß wie der Hund im Vorderhaus von der Frau Reindl? Ja, mindestens. Ich habe Angst. Ich bleibe jetzt hier oben auf dem Schrank, bis der Kater weg ist. Oder kann dein Kater da vielleicht raufspringen? Nein. Wo verstecke ich mich denn? Wo springe ich denn nur hin? Na, bleib nur da drum auf dem Schrank. Da kommt er nicht hin. Kommt er da bestimmt nicht hin? Bestimmt nicht. Ja, aber jetzt musst du ihn sofort fortjagen. Sonst muss ich nämlich fortlaufen. Weil wo Klabauters sind, da gibt es keine Katzen. Und wo Katzen sind, da gibt es keine Klabauters. Das ist ein altes Koboldsgesetz. Kein Koboldsgesetz, ja. Es ist aber gar keine Katz, sondern ein Kater, ein ausgewachsener Kater. Ja, das ist ja noch viel schlimmer. Sag mal, kommt der bestimmt nicht zu mir auf den Schrank? Na, schrei doch nicht so. Und hüpf nicht zueinander. Das verträgt der Kater überhaupt nicht. Das ist doch ganz gut, wenn er das nicht verträgt. Ja. Also, weißt du, wenn er es nicht verträgt, dann läuft er ja vielleicht davon. Also ich schrei jetzt so laut ich kann. Ja. Nein. Dummer Kater, böser Kater, hier ist der fürchterliche Pumuckl, vor dem du fürchterlich Angst haben musst. Hör auf. Ich sag dir, der frisst dich, wenn du so weitermachst. Du darfst überhaupt nur flüstern. Ach so, ich bin doch auf dem Schrank und du hast gesagt, da kommt er nicht rauf. Ja. Wo sitzt er denn jetzt? Ach, immer noch auf meinem Kopf. Ah, ja. Schüttel mal deinen Kopf. Um Gottes Willen, na. Wenn ich meinen Kopf bloß ein bisschen bewege, dann dreht sich alles, weißt du? Der Kater auch? Ja, der dreht sich mit. Vielleicht ist der Kater eine Tanzmaus oder sowas, nicht? Okay. Also ich habe gedacht, der wäre. Also ich finde das eine Frechheit von diesem Kater. Mach doch bitte Britschit, bis er mal endlich weggeht. Das nützt ja gar nichts. Britschit! Wenn ich einen sauren Hering hätte, dann er. Ja, wieso mag der Kater? Also kann man die mit einem sauren Hering vertreiben? Ich denke, die mögen saure Heringe. Ja, die Käter, schon, Kater. Schon. Also wenn sie den gefressen haben, dann gehen sie weg, meinst du? Mhm. Ui, sag mal, wo kriegen wir denn jetzt nur gleich einen Hering her? Gibt es denn sonst kein Mittel? Ja, mei. Kaltes Wasser soll auch ganz gut sein, aber
Aber kaltes Wasser, das ist mir zu ungemütlich. Also mir ist der Kater noch viel ungemütlicher. Ja, manche Leute schwer nach auf den Schnaps, aber... Ach, wenn ich mir bloß vorstelle, ich sollte jetzt einen Schnaps trinken, dann wird man schon bei der Vorstellung wird man schon schlecht. Und sag mir, und wenn man Schnaps trinkt, dann läuft der Kater davon. Das ist aber komisch. Ja. Oh, das ist ein greislicher Zustand. Ich glaube, ich hole mir doch einen Hering. Nein, nein, bitte geh nicht weg. Ich will nicht mit deinem unsichtbaren Wolfhund großen Kater alleine sein. Das will ich nicht. Schrei doch bitte nicht so. Das will ich nicht. Brauchst du keine Angst haben. Der Kater geht schon mit mir, wenn ich weggehe. Bestimmt. Ja, bestimmt. Leider. Also gut, dann geh schnell weg, schnell. Und komme bitte ohne das abscheuliche Tier wieder. Ja, das wird nicht gehen, aber wenn ich einen Hering mitbringe, dann geht er vielleicht... Ja, und wenn der Kater trotzdem nicht weggeht? Ja, dann musst du den ganzen Tag ganz mucksmeiselstill sein und mich und mein Kater ganz in Ruhe lassen. Oh. Mucksmäuserl. Mucksmäuserl, ja. Mucksmäuserl. Der wird mich wie ein Mäuserl fressen, wenn ich nicht mucks. Also geh bitte ganz schnell weg. Ganz schnell. Schnell, ja, schnell. Ja. Ich gehe ja schon. Bin ich froh, dass er mit diesem Kater weggegangen ist. Oho. Also, wo Klabauter sind, da dürfen keine Katzen sein. Und wo Katzen sind, da dürfen keine Klabauter sein. Das ist ein altes Koboldsgesetz. Also, nein, vielleicht ist es auch kein Koboldsgesetz, aber ich mag keinen Kater haben. Ich mag nicht. Pfui. Und ich will nicht, dass er hier wieder hereinkommt. Was hat der Eder gesagt? Wasser. Wasser hat er gesagt. Wasser ist gut dagegen, aber ungemütlich. Ja. Also kaltes Wasser ist ja wirklich sehr ungemütlich, aber immer noch viel gemütlicher als ein großer, abscheulicher Kater. Ich will überall kaltes Wasser hintun. Überall, wo die Katze hintritt, soll kaltes Wasser sein. Das ist sehr ungemütlich, aber gut. Kater mögen Wasser nicht. Doch Wasser spritzt der kleine Wicht. Da muss ich nämlich bloß den Wasserhahn aufdrehen. So, das geht ja ganz einfach. Und spritzen. Platsch, plätsch, plutsch. Boden nass und immer nasser von dem schönen, kalten Wasser. Ui, das spritzt aber nicht bis zur Tür hin. Die Tür ist so weit weg. Und an der Tür muss ja eigentlich das meiste Wasser sein, damit die Katze gleich gar nicht erst hineingeht. Aber das werden wir gleich haben. Da muss ich jetzt nur den Stöpsel in den Abfluss hineintun. Ganz fest hinein. Und jetzt muss ich das Überlaufloch muss ich jetzt auch zustopfen. Mit einem Handtuch zustopfen. So. Das ist aber schwere Arbeit. Aber gute Arbeit. So. Und jetzt Wasserlauf! Ui. Das ist eine feine Sache. Alle Klabauter auf allen Meeren können stolz auf den Pumuckl sein. Mache ein Meer aus der Werkstatt. Ein Meerwerkstatt. Ein Werkstattmeer. Ui, das wird fein. Das wird. Warte nur, du Dummer! Dummer Kater! Miau, 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 miau! Der Pumuckl, ja, der ist schlau! Was hat jetzt der Eder gleich noch? Der hat doch noch was gesagt. Was hat der noch gesagt? Ja, dann hat er noch gesagt, Schnaps ist gut, aber ihm graust. Naja, mir graust auch, aber Grausen vor Schnaps ist besser als Grausen vor einem Kater. So, und Schnaps, das ist hier, das muss hier hin. In dem Schrank sein. Ui, ist die Flasche aber groß. Ui, die ist ja viel zu schwer. Die kann ich ja gar nicht hochheben. Und der dumme Stöpsel, der geht ja auch nicht raus. Was mache ich nur? Was soll doch der dumme Stöpsel drin bleiben? Da soll doch die dumme Flasche schwer sein. Ich werf sie um, dann fällt sie auf den Kasten und macht Klirrbums und
und die Flasche ist kaputt und der Schnaps kann raus. Ja, das ist eine gute Koboldsidee. Das ist die beste Koboldsidee. Ui, das ist aber geglückt. Ui, da rinnt zwar eine Menge auf den Boden, da ist aber noch genug, sind aber noch viel genug in den Scherben drin. Das riecht aber ganz scheußlich. Also ich verstehe ja alle Kater von der ganzen Welt, dass sie da davonlaufen. Pfui, pfui. Und davon soll ich trinken? Nein. Ja, aber wenn ich trinke, dann riecht der Pumuckl auch so abscheulich und dann kommt der Kater wahrscheinlich nicht her. Nicht her. Oh, wie das brennt. Ich hab Feuer im Bauch. Pumuckl brennt im Bauch. Oh, schneller die Luft. Schneller die Luft. Luft. Ein Hund. Das ist ja der Hund von der Frau Rein. Meister Eder hat gesagt, der Kater ist so groß wie dieser Hund. Und der Hund ist so groß wie der Kater. Ja. Hunde beißen Kater. Großer Hund beißt großen Kater. Kater Angst vor großem Hund, wenn großer Hund in der Werkstatt ist. Jawohl. Wau, wau. Wau, wau. Komm mal her, du großer Hund. Komm mal her. Komm doch mal. Zum Kuckuck in die Werkstatt sollst du kommen. Also, wie mache ich das bloß, dass der in die Werkstatt kommt? Ich weiß schon, ich habe noch eine gute Idee. Ich habe lauter gute Pumuckl-Ideen. Ich hole eine Wurst, jawohl! Und zwar ganz schnell hole ich eine Wurst. Der Eder hat ja immer feine Wurst auf dem Tisch. Große Wurst, Sonntagswurst. Die wird dem Hund schmecken. Wau, wau! Wau, wau! Komm mal her, du großer Hund! Komm mal her! Wau, wau! Hallo, wau, wau! Wau, wau, hier! Schau mal hier habe ich eine Wurst! Da kommt er schon. Hat's schon gemerkt, der schlaue Hund. Nein, nicht hier unter der Tür gibt's die Wurst. Komm nur rein. Herein, bitteschön. Herein. So, und jetzt. Hier hast du. Das schmeckt dir, nicht wahr? Ja. So. Das schmeckt dem Hund. Er wird gesund. Die Katz läuft weg und hat den Dreck. So, jetzt kann ich auch den Wasserhahn zudrehen. Jawohl, der See ist, glaube ich, groß genug. So, der Wasserhahn, den muss man auch mal wieder ölen, glaube ich. Der geht ganz schwer zu. So, und jetzt kann der große Kater kommen. Überall Wasser, überall großer Hund. Und halt, von dem Schnaps muss ich schnell noch mal einen kleinen Trunk schlucksen, schnucks trunken, schluck trinken, schluck trinken. Oh, ist das scheußlich. Das brennt in meinem Bauch. Das ist so, ja, ein armer Brennebauch. Halt! Nicht aus der Werkstatt gehen, großer Hund! Du kriegst noch was, warte. Du kriegst noch was. Was möchtest du denn bitte schön haben? Hund, hör mal, möchtest du vielleicht ein Stück Braten? Weißt du, im Topf ist noch ein Stück Braten. Warte mal, Hund. Nein, nicht von dem guten Wasser saufen, das da auf dem Boden ist. Das brauchen wir noch. Das Wasser, das muss da sein. Das, Mama. Hoppla. Was ist hier jetzt? Hula, die ganze Werkstatt dreht sich ja um mich. Halt, Werkstatt, bitte stehen bleiben. Hula, mein Kopf. Mir wird's ganz komisch. Ja, du guck mich doch nicht so blöd an. Ich hol ja schon den Braten. Hoppla, was ist denn jetzt passiert? Ich lieg ja im Wasser. Meine Füße sind so komisch, die... Werkstatt, hörst du jetzt auf, dich zu drehen? Hund, komm mit mir in die Küche. Weißt du, in der Küche gibt es Sprüche und Gerüche. Hund, komm, Hund.
braten. Hut braten. Komm, Hut. Ja, um Himmels Willen, was ist denn da los? Da läuft mir schon das ganze Wasser entgegen. Wasserrohrbruch. Ja, wie gibt's denn das? Pumuckl, Pumuckl, Pumuckl. Oh, oh, mein Kopf. Was war das jetzt? Hat der Hund da hereingebellt? Ich glaub, ich spinn. Pumuckl, Pumuckl. Oh je, ach, wo man hinter das Wasser. Pumuckl! Ja, Tyras, was tust denn du da herin? Ja, hast du am Ende. Ja, hast du mit meinem Braten gefressen? Ja, und die Wurst hat er auch. Was? Und jetzt frisst er auch gleich noch den Kater. Komm, friss, großer Hund, friss den Kater. Und ich trinke jetzt noch mal von. Von diesem Schnaps. Ja, Moment, was denn? Die Schnapsflasche ist auch zerbrochen. Ja, hörst du gleich auf, von dem Schnaps zu trinken? Da kannst du ja sterben, Pumuckl. Sterben, ja. Ich? Ja. Dass ich nicht lache. Ich war schon lange nicht mehr so ungeheuerlich. Mutig. Ja, das kenne ich. Und alles dreht sich. Das kenne ich auch, ja. Und der Krater, der kann jetzt gar nicht mehr reinigen. Oh. Ist dein Krater immer noch da? Oh. Bitte sag schnell, wo der ist. Nicht wahr, der traut sich doch hier nicht rein, weil so viel Wasser hier ist und so viel Hund und so viel Schnaps und, ja, und du so viel. Meine Güte, jetzt geht mir ein Licht auf. Ja, hast du am Ende das alles gegen meinen Kater? Ja, du hast gesagt, Wasser ist gegen Kater. Und dann hast ja, du. Ja, aber doch nur, wenn ich das Wasser über meinen Kopf schütt. Über deinen Kopf? Über meinen Kopf. Aber damit er dir vom Kopf herunterspringt und dann auf mich hüpft. Huhu! Und dann sitzt er noch dort und ich hüpfe auf den Schrank und. Geh weg, Kater, geh weg! Kater, geh weg! Ich habe so viel Schnaps getrunken, du dummes Hundetier. Friss ihn doch schnell auf jetzt. Pumuckl, jetzt wirst du wirklich zu dumm. Eine Kater ist doch keine Katze, sondern... Jeder Kater ist eine Katze, jawohl. Nein, eben nicht. Nur wenn man zu viel Alkohol getrunken hat, es tut einem dann der Kopf weh, dann sagt man, man hat einen Kater. Aber doch keinen echten, sondern... Einen so unsichtbaren. Ja. Das ist es, ja. Und dann... Oh, wie wäre ich jetzt ganz abscheulich. Oh, ich sterbe. Oh, der Schnaps. Ja, ich möchte nur wissen, warum du von dem Schnaps auch noch was trinken müssen. Weil du das möchte ich wissen. Schnaps wäre gut gegen Kater. Aber Pumuckl, doch nur, wenn ich ihn trinke. Oh mei, was hab ich da angestellt? Pumuckl, geschau, ich hab doch bloß einen Spaß gemacht. Das sagst du nur, und ich sterbe jetzt. Sicher frisst mich gleich der Kater. Na. Aber das ist mir egal. Mir ist plötzlich alles egal. Wo ist der Kater? Schön. Da wird man doch kein Alkohol vergiften. Soll mich jetzt fressen, der Kater? Pumuckl, schau. Der Kater ist weg. Pumuckl, schau. Der Tyras ist schon draußen und jagt den Kater weg. Alles egal. Ich. Nein. Oh. Na, glaub mir doch, dir ist bloß schlecht. Komm, ich tu dir ein bisschen Wasser übers Gesicht. Komm. Und jetzt iss was, dann wird's dir besser. Ist nichts mehr zu essen da. Hat er alles den Tyras gefressen. Ach, das auch noch. Aber einen Hering habe ich ja. Komm, schau, wir essen jetzt miteinander einen Hering. Pumuckl. Pumuckl. Da liegt er ganz bleich, ist er. Pumuckl! Nie mehr trink ich Schnaps. Nie mehr. Ich auch nicht mehr. Jedenfalls nicht so viel, dass ich am anderen Tag einen Kater hab. Jetzt komm her, Pumuckl. Tu deinen Kopf und das Wasser. Da schwimmt da herin sowieso schon alles.
Jetzt ist was von dem Hering. Aber du tust so, als ob ich den Kater hätte. Hab ich ihn? Hab ich den Kater? Nein, nichts hast. Alle zwei haben wir nichts. Weißt du was? Wir legen uns jetzt hin. Und wenn uns wieder gut ist, dann machen wir zwei da herin Ordnung, ja? Ja. Und du versprichst, dass du nie mehr einen Kater... Nie mehr. Und du, dass du nie mehr einen Schnaps... Nie mehr. Und ich glaube, dass das alle zwei halten. Was der Pumuckl am nächsten Tag gehabt hat, war natürlich ein ausgewachsener Halt, aber davon kein Wort mehr. Das Wort hat Angst genug verbreitet. Lassen wir die beiden sich erholen. Findet ihr nicht auch?